Hallo. Ich meine, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Liebe Leute, ich bin ein bisschen von der Rolle, denn heute ist Jabadabadu, oder um es mit Matthias Worten zu sagen. Boom, Leute, was geht? Heute ist Release Day und das Session-Album ist endlich raus. Wir sind einfach nur super, super happy. Ziemlich genau vor 4 Monaten haben Matthias und ich diese Sessions hier aufgenommen und jetzt endlich ist das Album fertig und auf allen großen Musikplattformen verfügbar. Hört euch unser Album an und teilt's, wenn's euch gefällt. Und zur Feier des Tages haben wir heute noch eine letzte Live-Session für euch. Aus der ist später der Song Lang Lebe Hoch fürs Album entstanden und wir wünschen euch ganz viel Spaß damit und let's go! Wann? Ich würde sagen, wir gehen los, ne? Womit fangen wir denn an? Ich würde sagen, mit Gitarre, oder? Würde ich auch sagen. Lass uns mal beginnen. Ich hab die Kleine gerade schon auf dem Schoß hier. Guck mal, direkt Omas schickes Bauen. Sowas hier im Tempo? Ja, ist gut. Okay, geht los in 4, 4, 3. Sehr schön, okay. Ziehen wir auf die E-Gitarrenspur. Vom Takt her nicht so richtig gepasst, aber... Ich würde erstmal Drums reinhauen, glaube ich. Und lass mir das Klick noch so lange an. Was machen wir das gleich nach den Drums nochmal neu einfach? Okay, ich nehme auf. Genau am Ende verkackt. Aber es ist sehr funky und wir sollten hier auf jeden Fall ordentlich Swing reinhauen, würde ich meinen. Sagen wir 50% Swing. Und den letzten Takt ziehe ich mir hier an der Stelle rein. Willst du die Gitarre nochmal machen? Ja. So. Okay, wir gehen los in 4, 3 und kick it! Oh, der ist schön, der gefällt mir gut. Sehr groovy. Ich habe hier ein E-Piano liegen, aber das dürfte gern ein bisschen funkiger werden. Nehmen wir irgendwas. Sowas. Muss ich nochmal machen? Hab ich mich ordentlich verhauen? Okay, probieren wir. Das ist geil. Ich hab Bass schon am Start, können wir gleich mal spielen. Hä? Ich hab Bass am Start, wenn du magst, können wir Bass spielen. Fiese Geschichte von dir, das in Cis-Moll zu spielen. Tja, Digga, ich muss dich ein bisschen herausfordern, ne? Ja. Okay, pass auf, was hast du hier? Okay. Ich hab grad ein Rauschen in der Leitung, hörst du das auch? Ja, es rauscht ein wenig, aber es ist bestimmt nur das Meer.
Das soll entspannt sein, hab ich gehört. Ja, ja. Machen wir noch einen Durchgang. Yeah, da ist er. Ein kleines bisschen laid back kann der Bass, glaube ich. Ja. So, ist schön. Ich finde diese Cowbell so geil. Ich muss den Drums mal noch was hinzufügen. Ich glaube, irgendwas muss hier rhythmisch noch mehr rein. Okay, was machen wir jetzt Schönes? Melodie, eine kleine Melodie? Ja. Ich höre recht wenig. Warte mal, ich muss ein bisschen lauter machen. Ich glaube, ich würde ein paar Vocals gleich reinkloppen. Okay. Ich habe noch keinen Text, aber so ein bisschen Schubidubdibab. Mach mal Schubidub, Dibidibab, Dibidibab, Schub, Skibidib. Okay, wir gehen rein. 4, 3, 2, 1. Yeah! Word, würde ich sagen. Word. Ich höre nochmal 9 Mal draußen. Ach, der war klasse. Ja, ein bisschen leise. Okay, machen wir da rein, machen wir da rein. Sollen wir noch einen Chor machen? Ich soll ich erstmal einen Schubidibab? Machen wir einen Schubidibab? Machen wir einen Schubidibab und dann machen wir den Chor. Okay, rein. Ich glaube, ich weiß, wen wir den nennen. Wir nennen den Song Schiebedach. Schiebedach? Ja, Schiebedach. Ja, ich und mein Schiebedach gehen oder raus. Ja, ich und mein Schiebedach. Ja, kriegst gleich da rein. Komm, Texte pro auf Schiebedach. Ja. Ich und mein Schiebedach, ah, mein Schiebedach, ich und mein Schiebedach, ich und mein Schiebedach, ah, 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 ah. Und ich muss jetzt zum Einsatz kommen hier, das ist ganz notwendig. Ein bisschen Mikrofon, irgendwo hier. Sowas. So, mal schauen, wie viel ankommt.
Irgendwie sowas. Lass mich mal ein bisschen Akkorde, ein bisschen rhythmisch bepusten. Einsatz verpasst und eh nochmal überlegen. Der erste war Moll. Ja. Okay. And here we are. Finally. Tun wir, als wäre es eine A-Gitarre. Den nehmen wir nicht auf. Die stimmt eh nicht ganz. Ist ein bisschen unter, vom Pitch her ein bisschen tief. Leicht, leicht daneben. Aber es macht Spaß zu spielen. Spielt sich sehr schön. Was machen wir jetzt? Können wir auch einen Shaker oder sowas aufnehmen? Ja, machen wir Shaker. Das klingt super. Bist du? Ja. Shaker mit mir? Okay. Ich habe wieder Einsatz verpasst, aber muss ihn ein bisschen richten. Ja, okay, für die Richtung. Achtung, geht rein. Total glattachtlich. Aber na gut. Scrooved. Easy does it, man. Ja, ja, ja. Komm, der Frosch. Komm, der Frosch. Also wenn mal Ulk erlaubt ist, dann doch wohl bei so einem funkigen Song. Mach's doch mal nur mit dem Ratschen. Nur mit dem Ratschen. Das ist cool. Wollen wir ein bisschen arrangieren? Ja. Skibbidi bop, skibbidi boom. Okay. Na dann schauen wir mal, schauen wir mal. Ich schieb die Vocals erstmal nach unten. Müssen wir erstmal gucken, was wir mit denen machen nachher. Ja. Alles andere dupliziere ich uns erstmal. Kannst du ein Kopfhörerteil zu mir machen, dass du mich hörst? Ja, ja, ich höre dich. Ja, jetzt klingelt's. Also, wir müssen erstmal ausdünnen, würde ich meinen. Harmonium darf erstmal raus. Melodikum, du weißt schon. Der Frosch auch. Lass uns auf den Frosch vorerst verzichten. Wobei die Shakers doch ganz nice waren. Machen wir das Vibraphon erstmal raus. Ja, genau. Das E-Piano brauchen wir auch nicht. Die Haie will ich auch später machen. Erstmal ohne. Ja, Mann. Wird plötzlich sehr klar strukturiert, das ganze Teil. Ja. Okay, wie machen wir dann weiter? Dann könnten wir durchaus den Frosch hinzufügen, aber uns mit den Shakern und Hi-Hats noch ein bisschen Zeit lassen. So, E-Piano können wir auch mit reinnehmen, aber Vibraphon auch ein bisschen später. Was ist das hier? Ach ja, das ist das Melodikum. Willst du vielleicht in der Stelle das Schubidi-Bab schon mit reinnehmen, aber also nicht das Schiebedach, sondern das Schubidi-Bab. Ja, das Schubidi-Schiebedach. Ich hab das schon verstanden.
die andere war besser. Und dann nehmen wir hier in der vierten Wiederholung, ja, in der vierten Wiederholung packen wir hier noch den, das Schiebedach mit rein. Ja, Mann. Ne? Und da ist das Vibraphon quasi als Solo hier davor. Und das Harmonium kann mit dem Vibraphon sein Zeug machen da. Und dann haben wir das da hinten wieder ein bisschen cleaner. Ja. Du sagst es. Okay. Scheiße, Alter. Da haben wir eine sehr lustige Session heute verbracht. Wir freuen uns, dass ihr uns beigewohnt habt. Und wünschen euch eine wundervolle Zeit. Auf bald. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Mega gut gemacht. Mach's gut. Ciao. Alles voller Leute, wir haben's eilig. Aber passen hier nicht durch, nicht mal seitlich. Jeder kollidiert mit uns, wenn wir weiter wollen. Wir sind zu groß fürs Gemeindevolk. Auf der Rückbank im Auto mit dem Knie am Kinn, wo die kleinen Wagenbecher viel zu niedrig sind. Doch mit Knicken und Falten wird es alles schon gehen. Tut mir leid, aber ich kann diese Hampel nicht sehen. Ja, ich brauch ein Schiebedach, ja, ein Schiebedach, ja, ein Schiebedach, ein Schiebedach. So hält ich auch im Smartplatz. Lang lebe, lang lebe, lang lebe hoch. Was soll denn die langen Gesichter? Ja, ihr alle wollt groß sein, doch was damit einhergeht, ist nicht klar. Lang lebe, lang lebe, lang lebe hoch. Was soll denn die langen Gesichter? Tja, hier oben wird die Luft dünn, doch du wärst auch gern 2 Meter, ja sicher. Ey, wie groß bist du denn, ey? Kannst du bald aus dem Dach in den Safe? Ha, wirklich sehr witzig, doch dreckiges Regenwasser hab ich noch nie gesehen. Ach du Kacke, ey. Was ist denn hier passiert, Mann? Ja, was ist denn hier passiert? Das war ja ein größter Ulk. Ja, Mann.